Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Ja, in der letzten Folge hatten wir ja im Endeffekt unseren ersten Boss, würde ich mal so sagen. Die Statuen rechne ich jetzt mal nicht als Boss mit dazu. Und Natti hat gesagt, wir treffen uns in den drei Besen. Das heißt, eigentlich sollten wir ihr ja hinterherkommen. Ich wollte gerade sagen, normalerweise. Okay, normalerweise sollte jetzt wahrscheinlich Musik da rauskommen aus dem Grammophon, aber wir haben ja wieder mal aus lizenzrechtlichen Gründen die Musik ausgeschaltet. Natti, was ist los? Du sagtest, du kommst in Hogsmeade an das Kind ran, dass du lediglich eine Ablenkung brauchst. Und die habe ich dir gegeben. Ich habe gerade gesehen, wie deine Ablenkung beseitigt wurde. Wer ist dieses Kind? Was verschweigst du mir? Du musst nur wissen, wenn du nicht an das Kind rankommst, dann bist du für mich wertlos. Weg hier. Wurden wir gesehen? Ich glaube nicht. Was macht dieser Kobold mit Victor Rookwood? Renrock arbeitet mit Rookwood? Das ist der Kobold vom Tagespropheten. Ich wusste, dass ich ihn kenne. Schnell, lass uns in die drei Besen reingehen. Es war schön, dich zu sehen, Lord Gok. Ich sag Bescheid, wenn ich was höre. Danke, Sirona. Dann bis bald. Oh, was kann ich... Oh, ein neues Gesicht in meinem Laden. Ich bin das erste Mal hier. Willkommen. Ich gebe euch einen aus. Dieser Angriff. Ich schaue später nach den Ladenbesitzern und Bewohnern. Immerhin sind sie wohl auf. Ich hatte Hilfe. Hat ganz allein ein Troll besiegt. Wirklich? Gut gemacht. Vielen Dank. Aber gern. Im Ernst. Trolle in Hogsmeade? Das hatten wir ja noch nie. Merkwürdig. Die einzigen Unholde, die uns plagen, sind sonst... Ah. Wie passend. War das Lord Gok gerade eben? Die Kundschaft war auch schon mal besser, Sirona. Keine Sorge, Victor. Wenn Sie erst weg sind, wird das meiner Kundschaft nur zuträglich sein. Würde ich an Ihrer Stelle lassen, Theophilus? Na, na. Das Theater können wir uns doch sparen. Ich bin nur aus einem Grund hier. Mein Gast genießt ein wohlverdientes Butterbier. Es dauert nicht lang. War ich nicht deutlich genug? Mein Gast ist gerade beschäftigt. Man sollte meinen, dass ihr genug Blut vergießen hattet. Komm, Theophilus. Mit den drei Besen geht es bergab. Ist unsere Galeone nicht wert? Du kannst nicht ewig Butterbier trinken. Sie haben sich einen mächtigen Gegner gemacht. Vorsicht! Rookwood und Harlow sind schlimmer als alle Trolle dieser Welt. Trolle? Renrock? Und Rookwood? Was verheimlichst du mir? Ich werde dir alles erzählen, aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Jetzt wäre wohl ein guter Zeitpunkt, um zum Schloss zurückzukehren. Ja, das denke ich auch. Obwohl ich ein bisschen verwirrt bin. Ist das jetzt ein Mann oder eine Frau gewesen? Weil das war doch eine sehr männliche Stimme. Können wir hier noch irgendwas einsammeln? Nee, das ist draußen, glaube ich. Aber oben scheint noch eine Truhe zu sein.
Dann schauen wir da auch mal nach. Wenn es übrigens eben ein bisschen geknackst hat, das tut mir wirklich leid, aber es hat gerade eben geklingelt. Ich denke, das ist wahrscheinlich auch sehr gut auf der Aufnahme zu hören, leider. Ja, und ich musste dann dementsprechend mal eben schnell aufsprinten sozusagen und mal eben zur Tür. Ah, ebenholzfarbene Handschuhe. Ist hier noch irgendwas über uns drüber? Ja, doch, das sind noch zwei Sachen. Gucken wir mal, ob wir da auch noch rankommen. Also können wir, da können wir hoch, genau. Da können wir aber natürlich wieder nicht durch. Das war ja mal wieder klar. Na gut, dann müssen wir halt den ganzen Weg wieder runterlaufen. Finde ich blöd, dass das nicht schneller geht, sondern dass man immer nur gehen darf drin. Dass das so ein bisschen blockiert wird. Aber gut. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Noch, ich wollte hier schon drüber springen. Ich habe zu viel DBD gespielt in letzter Zeit. Schauen wir uns dabei doch mal die schönen Gemälde an. Oder auch nicht, weil direkt die Treppe hier ist. Ich meine, hier ist der Ausgang, ne? Ja. Bleib doch mal stehen. Ich bin heilfroh, dass Sirona da war. Und dass solche Schurken wie Rookwood und Harlow sie nicht einschüchtern. Ich möchte verstehen, was hier vor sich geht. Und hoffe, du erzählst es mir. Aber erst einmal sollten wir zum Schloss zurück. Professor Weasley erfährt sicher bald von dem Trollangriff, wenn sie es nicht schon weiß. Ich will nicht, dass sie sich sorgt. Ja, du musst für die Nacht in den Gemeinschaftsraum zurückkehren. Nutze die Karte. Ich wollte gerade sagen, weil das ist doch jetzt nur Hogsmeade hier. Da ist der Nee, das ist die große Halle. Können wir nicht direkt in den Gemeinschaftsraum rein? Da haben wir doch auch was freigeschaltet, oder nicht? Südflügel, Astronomieflügel. Ich gehe mal zur großen Halle. Ich denke mal, das liegt relativ zentral. Genau, Flohnetzwerk, da möchte ich hinreisen. Kostet anscheinend auch nichts. Nö, die große Halle ist der Gemeinschaftsraum. Ja, super. Ausgeruht haben wir uns anscheinend, weil es scheint jetzt der nächste Tag zu sein, so wie ich das sehe. Ich meine, hier unten ist es ja immer irgendwie hell. Ich wollte gerade sagen, doch, es sind Leute da. Hilfe, du hast Eulenpost. Nachricht lesen. Kann ich nicht. Dann drücken wir mal Handbuch öffnen. Muss ich das öffnen? Ach so. Kommen Sie zu mir. Ich habe etwas in dem Medaillon, das wir in Gringotts gefunden haben, entdeckt. Okay. Wenn ich weiß, wo du bist, dann gerne. Ach so, wird direkt angezeigt. Sehr schön. Ja, da muss ich sagen, das ist wirklich gut gemacht. Ist nur ein bisschen unglücklich, dass der dann immer genau die letzte Quest, die man dann zufälligerweise angenommen hat, reinmacht. Das ist so wie bei Teso auch. Da fand ich das schon unheimlich nervig, weil man ja doch lieber selber entscheidet, welche Quest man nehmen möchte. Aber zum Glück kann man die ja selber noch aussuchen letztendlich. Auch da ist er wieder, der Mönch. Kann ich mit dem eigentlich reden? Nee, ne? Kann nur durch den hindurchgreifen und mir was zu essen nehmen. Na gut, auch kein Problem. Hallöchen, lass mich mal durch, bitte. Ja, du hättest auch aus dem Weg gehen können. So, Frage ist jetzt, wo müssen wir jetzt genau hin? Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr, hoppala, ob ihr ja, das so haben möchtet wie jetzt, also dass man dann immer auch nebenbei noch was sieht. Vielleicht findet... Wie schön, Sie zu sehen. Ach, das war das Gemälde, glaube ich, oder? Vielleicht findet man ja auch was Neues. Da steht aber, sprich mit dem Professor, aber ich soll trotzdem... Ja, worüber denn jetzt? Leute, entscheidet euch mal. Gerade kamen die Punkte jetzt hier. Ach so, weil ich hier runtergehen kann. Ah, das ist doch clever. Ob es jetzt eine Abkürzung war,
muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht. Ob ihr das dann immer sehen möchtet, wenn ich irgendwo hinlaufe, oder ob ich das vielleicht so ein bisschen rauscutten soll, kommt natürlich auch immer auf die Länge der Folge an. Also wenn die Folge doch extrem lange ist, wäre es vielleicht manchmal auch ganz gut, das ein bisschen rauszucutten. Da war noch eine Truhe. Mega Power Trank. Sehr schön. Hört sich zumindest sehr positiv an. Rebellion. Da ist was hinter der Wand, aber nichts hier, so wie es aussieht. Ich dachte, das war so prädestiniert eigentlich. Das ist wieder so eine Augentruhe. Aber wie man die öffnen kann, ich habe keine Ahnung. Na gut, ist er wieder draußen? Mal schauen. Auf jeden Fall muss ich hier in einen anderen Flügel rein, so wie es aussieht. Ja, Professor, können Sie nicht einfach zu mir porten oder sowas und dann, oder mir sagen, wie ich porten kann? Das würde das Ganze vereinfachen und vor allen Dingen schneller machen. So, Moment. Jetzt soll ich wieder hochgehen oder wie? Hä? Könnt ihr euch mal entscheiden? Ach, hier hätte ich durch. Ach, okay. Also doch draußen. Habe ich es doch geahnt. Na gut. So. Die Türen hier sehen allerdings sehr rustikal aus, muss ich sagen. Nee, ich muss hier oben rum, ne? Das kennen wir ja schon alles. Da brauchen wir ja nicht mehr so extrem zu gucken. Da müssen wir wieder nach oben. Gab es da denn keine Abkürzung für? Irgendwas kann ich hier anscheinend machen. Mit einer Quest oder einer anderen Quest. Ich bin mir nicht sicher, aber es zeigt mir hier nichts an. Unterrichtsraum. Ach, da habe ich jetzt direkt Flohsamen für. Okay. Professor Fick, als wären meine begrenzten Stunden nicht schon ausreichend belastet, hat das Ministerium mich mit der recht unerfreundlichen Aufgabe betraut, die Ankunft eines Neuzugangs in Hogwarts vorzubereiten. In der 5. Klasse. Professor Weasley besteht darauf, dass ein Mentor sinnvoll wäre, um den Neuankömmling an das Leben hier zu gewöhnen, bevor das Schuljahr beginnt. Ich habe mich entschieden, diese Aufgabe Ihnen zu übertragen. Bitte melden Sie sich bei Professor Weasley für weitere Details. Professor Phineas Nigellus Black, Schulleiter. Rebellion. Okay, schauen wir hier nochmal. Hier ist anscheinend nichts drin, was wir nehmen können. Dann können wir direkt weiter. Achso, und da ist er. Nein. Professor, schön, Sie zu sehen. Sie auch. Merlin sei Dank, sind Sie unversehrt. Ich habe von dem Angriff gehört. Trolle in Hogsmeade? Sir, die Trolle trugen Rüstungen. Sie glühten dunkel, so wie das Drachenhalsband. Koboldsilber. Renrock hat damit den Drachen kontrolliert. Aber wie? Und warum schickt er Trolle? Sie waren meinetwegen da. Ich habe gehört, wie Renrock mit Victor Rookwood sprach. Renrock war in Hogsmeade? Mit Rookwood? Die Trolle waren Renrocks Ablenkung, damit Rookwood mich holen konnte. Das hätte er geschafft, wenn Serona und die Gäste im Drei Besen nicht eingegriffen hätten. Das ist nicht gut. Wenn Kobolde und schwarze Magier hinter ihnen her sind, wollen sie, was wir bei Gringotts gefunden haben. Ja. Apropos Gewölbe. Denken Sie, Renrock arbeitet mit Kobolden aus Gringotts zusammen? Nein, die Kobolde von Gringotts sind zumeist nicht die freundlichsten Wesen, aber sie sind höchst zuverlässig. Nein, nach der Sache mit dem armen Bankier wage ich zu behaupten, dass die Kobolde bei Gringotts keine Anhänger von Renrock sind. Sie wollen das Medaillon. Professor, Sie sagten, Sie hätten etwas darin entdeckt. Ja, ja. Ich entdeckte eine Inschrift. Als ich sie laut vorlas, erschien diese Karte. Clevere Verzauberung. Es ist zwar eine Karte von Hogwarts, aber ich weiß nicht, wohin sie führt. Sie führt zur Bibliothek. Genauer gesagt in die verbotene Abteilung und etwas weiter.
Ich sehe Spuren von Magie auf der Karte. Ich dachte mir schon, dass Sie etwas sehen. Gehen wir? Ich weiß Ihren Enthusiasmus zu schätzen. Und ich bin ebenfalls gespannt, was wir dort finden. Aber wenn unsere Erfahrung in Gringotts, ganz zu schweigen von Miriams Schicksal, mich etwas gelehrt hat, dann, dass diese ganze Sache höchst gefährlich ist. Ich möchte, dass Sie mit Professor Hackett arbeiten, bevor wir fortfahren. Aber wie gefährlich kann es in einer Bibliothek sein? Wir suchen doch nur ein Buch. Vielleicht geht es wirklich nur um ein Buch, aber wir sollten auf alles gefasst sein. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Ihre Verteidigungszauber verbessert haben. Ich werde Professor Hackett sagen, dass Sie kommen. Okay. Das Geheimnis des Medaillons. Revelio. Schade. Ich dachte, da könnte man vielleicht noch was holen, weil das gerade so schön blau am Leuchten war. Ich weiß auch nicht, wenn man mit denen interagiert, passiert ja nichts. Ne? Früher war es ja, glaube ich, so bei den Anfangsspielen, also von Hogwarts ja nicht, das gab es ja noch nicht, aber von Harry Potter, dass da irgendwie Punkte oder sowas rausgesprungen sind. Entschuldigung, ich muss hier mal kurz durch. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Ja, gerne. Ich habe die zwar noch nicht gesehen, aber Moment, wir müssen runter. Und wobei ich... Moment, ich sehe da gerade was. Weil das ist nämlich noch abgeschlossen sozusagen. Also ich kann da noch nichts mit machen. Du musst den Feuerzauber erlernen. Und mit der Geschichte, ah so, habe ich mir schon fast gedacht, dass es dann, ach so, Moment, das ist er, beziehungsweise die, ah ja, okay, da müssen wir auf jeden Fall dahin. Das ist ein bisschen blöd, weil ich glaube, der führt mich nämlich gar nicht dahin, sondern zum Professor. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Ja, irren wir mal ein wenig im Schloss herum. Lass mich mal hier wieder hoch, dann hätten wir auch direkt oben bleiben können. Das ist doch immer so unlogisch gemacht. Ach nee, sie ist der A. Okay, perfekt. Sie wollten mir doch einen neuen Zauber beibringen, Professor. Gut. Professor Fig deutete an, dass Sie Ihre Verteidigungsaufgaben mit gewisser Dringlichkeit erledigen müssen. Aus diesem Grund werden Sie Incendio lernen, den Feuerzauber. Praktisch zum Entfachen von Fackeln, Verbrennen von Spinnweben. Und, wenn erforderlich, zur Verteidigung gegen jene, die uns schaden wollen. Klingt vielseitig. Ja, aber bevor wir beginnen, habe ich noch einige Aufgaben für Sie. Einige werden Sie vielleicht überraschen. Die Professoren wissen doch oft mehr, als die Schüler glauben. Wenn Sie fertig sind, suchen Sie mich auf. Dann beginnen wir mit der Incendio-Lektion. Sie wissen, wo Sie mich finden, wenn Sie fertig sind. Zwei Runden gekreuzte Stäbe gewinnen. Oh Gott, wenn ich irgendwas gewinnen muss, das ist schon... also wenn das jetzt Duellieren ist, okay. Aber wenn das jetzt ein Spiel ist... Gekreuzte Stäbe scheint wohl doch nicht so geheim zu sein. Was ich nicht denke... Ach, da meint die tatsächlich die diese ja geheime Duellorganisation sozusagen damit. Ich weiß nicht, hießen die gekreuzte Stäbe? Ich bin mir nicht sicher. Eine Runde Training in Zauberkombination mit Lucan Battleby. Da war noch... Da. Okay. Ja, dieses im Schloss umherlaufen, das ist immer so ein bisschen... aber gut, normalerweise ist es ja so, man kann es auch machen, um eben wirklich neue Sachen zu entdecken. Mal wieder ein Schloss, was zu ist, wo ich nicht rankomme. Hui. Was war das denn? Revelio. Akio. Nervioso. Reparo. Na, das ist wieder irgendetwas, was ich so nicht benutzen kann, ne? Na gut. Dann gehen wir mal weiter. Ich weiß nicht, manche Sachen leuchten blau und ich habe keine Ahnung. Schön, dass du da bist. Lucan ist da drüben.
Revelio. Das perfekt. Wieder etwas Neues. Ach, das sind die Gegner hier. Ach ja, er hat gerade gesprochen. Ach, das ist doch der eine hier von Slytherin, ne? Oder? Kann ich dir helfen? Nee, er ist das. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Sebastian meint, ich soll mit dir über einen Club sprechen. Wenn Sebastian für dich bürgt, bin ich schon überzeugt. Ich leite die Duelle für die gekreuzten Stäbe. Eine Art Duellierclub. Teilnahme nur auf Einladung. Du musst Sebastian schwer beeindruckt haben. Okay, ich habe ihn einen Dämpfer verpasst, ja. Aber ich finde es schon faszinierend, dass ein Slytherin sagt, so nach dem Motto hier, das ist unser Duellclub. Und ein Gryffindor mich dann wiederum da empfängt, das finde ich cool. Also so dieses Gemeinschaftliche. Freut mich zu hören. Sebastian ist auch kein schlechter Duellant. Ist sicher ein Erlebnis, euch zwei in Aktion zu sehen. Wie läuft das mit den gekreuzten Stäben? Du kommst her, ich weise dich anderen Duellanten zu und wer am Ende noch steht, gewinnt. So können wir ein für alle Mal entscheiden, wer die besten Duellanten der Schule sind. Und um die Sache interessant zu machen, erhält der Gewinner einen Preis. Wie sieht's aus? Tja, muss ich ja wohl, ne? Ja, Duelle sind ein unterhaltsamer Zeitvertreib. Ganz recht. Außerdem kannst du bei den gekreuzten Stäben mit einem Partner antreten. Das erste Mal trittst du mit Sebastian an. Das nächste Mal bringst du einen Partner mit oder du machst es allein. Na, willst du es mal versuchen? Nö, aber wie gesagt, ich muss das ja zweimal, glaube ich, machen, ne? Lass mich antreten. Gewinnen. Fantastisch! Möge das Feuerwerk beginnen! Feuerwerk sollen wir auch noch machen. Ich dachte nur duellieren. Das wirst du ganz sicher noch bereuen. Kenne ich die nicht? Durchbrich gelbe Schilde mit Kontrollzaubern, wie den... Ja, den zum Hochheben, okay. Zielanvisierung. Rechts erlaubt es dir, Gegner ohne Zielen zu verfolgen. Okay. Und mit dem rechten kann ich wechseln. Achso. Contringo! Ah, das war's mit meiner Wette. Levioso! So sehen Sieger aus? Der hat ja gar nichts gemacht, hallo? Gut gemacht. Sebastian hatte recht, was dich angeht. Die Konkurrenz ist stark, aber wenn du so weitermachst, wirst du noch der nächste Schulchampion. Klasse, ich bin dabei. Sehr gut. Das zweite Duell kann losgehen, sobald du bereit bist. Als vollständig eingeweihtes Mitglied hast du nun Zugang zur offiziellen Übungspuppe der gekreuzten Stäbe. Damit kannst du gut Zauberkombinationen meistern. Komm deswegen einfach zu mir. Noch einmal Glückwunsch zum ersten Sieg der gekreuzten Stäbe. Gut gekämpft. Ich hoffe, du kommst wieder. So, wie mache ich denn jetzt den zweiten? Willkommen zurück. Achso, das ist er. Okay. Nein, nicht mit der Puppe, sondern nächste Runde. Hallo, Lucan. Steht die nächste Runde der gekreuzten Stäbe schon? Aber natürlich. Das wird ein äußerst spannendes Duell. Und? Nächste Runde? Ja, vor allen Dingen, weil Sebastian jetzt nicht dabei ist, ne? Ich bin bereit. Los geht's. Großartig. Trittst du mit einem Partner an? Nee. Ach so, doch, kann ich. Sebastian hat ja nichts gemacht, ne? Wir nehmen mal... Ja, Nati. Dann kann's ja losgehen. War die überhaupt dabei? Eigentlich nicht, ne? Bereit für dein Ende? Verzeihung im Voraus. Wieso sind die jetzt zu dritt? Und wieso hat der Kerl so eine komische Stimme? Durchbrich violette Schilder mit Kraftzaubern wie dem Akio. Ah, Akio, okay. Okay, Akio. Ah, sie macht auf jeden Fall was. Das war's mit meiner Wette. Der Zauberstab. Gut, dass
ich nicht gewettet habe. Du hättest auch auf mich wetten können. Bravo! Ich habe alles gegeben. Das hast du wirklich. Du warst den anderen Duellanten zwar schon aufgefallen, aber nach der letzten Runde haben sie es jetzt wirklich auf dich abgesehen. Du solltest lieber üben, wenn du die nächste Runde gewinnen oder wenigstens überleben willst. Ich sag Bescheid, wenn wir bereit sind. Wir sehen uns. In der nächsten Runde geht's um alle Koboldsteine. Wie alle Koboldsteine. Eine Runde Training in Zauberkombination mit Bradley. Mit Lucan. Ja, Lucan ist aber eher. Also muss ich quasi drei Runden machen, ja? Hallo, Lucan. Kann ich mit der Puppe üben? Natürlich. Ich hole sie und gebe dir eine Liste mit Kombinationen zum Üben. Bist du bereit, es zu probieren? Das wäre wundervoll. Wirke all deine Zauber, bevor die Puppe landet. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Wie wirke all deine Zauber, egal welche? Wirke Accio und dann vier auf... Achso, okay. Accio, Rebioso. Hallo. Ja, mach auch was. Schieß doch mal. Jetzt brauchst du nicht mehr schießen. Wieso dauert das hier so lange? Boah, was ist jetzt wieder? Möchtest du diese Sequenz überspringen? Ja, wäre mir lieber. Ja. Ich hätte dreimal Lumos danach... Nee, viermal Lumos machen müssen? Hä, was ist das für ein Schwachsinn? Lumos. Nee. Hä? Achso, ist doch schießen. Okay. Sehr gut gemacht. Komm hier nicht so nah ran. Ja, hallo, ich hab's doch gerade gedrückt. Wieso machst du das nicht? Stell dich doch mal hin. So. Ausgezeichnet. Genug geübt, würde ich sagen. Du hast dich gut geschlagen. Danke, Lucan. Ich finde, man erkennt seine Schwächen besser beim Üben als im Duell. Jetzt bist du eine furchterregende Gegnerin. Ja, ich habe die Kombination zwar vorher schon gemacht, aber ist okay. Aufgabe erledigt. Geht der automatisch jetzt dahin oder muss ich das noch einstellen? Weil das sieht mir nicht... Doch, jetzt kommt's. Okay, perfekt. Dann... Geh ich mal hier durch. Lass mich doch mal durch. Ich bleibe wohl lieber bei Tränken. Ja, mach das. Ich hab's auch nicht so mit Duellen, aber man muss es ja machen für die Story und ich denke mal, dass man es auch öfter mal braucht. Deswegen ist es schon okay, dass... Hallo? Dass man das Ganze übt. Das war abgeschlossen hier, oder? Ja, das war ein Schloss. Ja, ja. Da sind wir eben vorbeigekommen. Ah, Gott, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr so genau. Weil ich gucke immer unten auf die Punkte und ich gucke selten oben ins Bild, wenn ich laufe. Deswegen kann ich auch keine richtige Orientierung in dem Sinne bekommen, weil ich halt nicht weiß, wo ich gerade entlang laufe. Ich kann höchstens ungefähr sagen, wie ich den Punkten hinterhergelaufen bin. So, das ist aber, glaube ich, jetzt nicht so extrem weit weg gewesen, meine ich. Ah ja, genau, hier oben war schon der Raum, glaube ich. Ja, ja, ja. Was haben wir denn da? Ich hoffe, Mr. Bretherby konnte sie unterbringen und dass sie erfolgreich in ihren Bemühungen waren. Revelio. Hallo. Hä? Jetzt ist das weg, oder was? Oder hatte der das jetzt mit Accio angenommen? Ich habe jetzt nicht so richtig drauf geachtet. Ich habe Ihre Aufgaben alle erledigt, Professor Hackett. Schön. Dann sollten Sie nun bereit sein, Incendio zu lernen. Sollte, Professor? Ja.
Leider habe ich genug unvorsichtige Kollegen im St. Mungo-Hospital besucht, um zu wissen, dass Feuer ein launischer Diener ist. Ihre Zauberkunst hat mich bisher beeindruckt. Aber konzentrieren Sie sich bitte. Es wäre mir lieb, die Lektion ohne brennende Roben zu beenden. Beginnen wir. Denken Sie daran, die Zauberstabbewegungen sind entscheidend. Konzentration und halten Sie den Zauberstab ruhig. So, du hast genug Zaubersprüche gelernt und musst dein Zauberset mit Incendio ausrüsten. Dazu musst du ihn mit einem anderen Zauberspruch austauschen. Gut gemacht. Ah, okay. Boah, da werden aber noch sehr viele lernen. Ja, ich denke mal, Lumos wird wahrscheinlich eher weniger. Um einen Zauber oder Gegenstand zu benutzen, musst du ihn zuerst mit deinem Zauberset hinzufügen. Füge jetzt Incendio hinzu. Bewege den Zeiger über Incendio, halte RT gedrückt und tippe auf die entsprechende Schaltfläche. Okay. Hab ich gemacht oder muss ich dann Y drücken? Das kann natürlich auch sein. Ah, okay, dann muss ich nicht da drauf klicken, sondern das Kürzel anklicken. So. Das ist immer noch da. Ah, jetzt habe ich es aber. Skelett eines schwarzen Hebriden. Dieses große Drachenskelett, das im Unterrichtsraum für die Verteidigung gegen die dunklen Künste hängt, ist angeblich eine Trophäe, die Professor Hickert an sich genommen hat. Nachdem sie während der großen Wilderer-Razzia von 1878 im Alleingang einen der größten Wilderer-Ringe im Ostwales zerschlagen hatte. Ich habe es gerade irgendwie nicht so mitlesen. Ich weiß auch nicht. Kehre zurück zu Professor Fick. Ja, ich würde aber sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen, weil es kann sein, dass wir nämlich direkt in die verbotene Bibliothek danach gehen. Und ich denke, dass die Szenerie dann auch etwas länger dauern wird. Deswegen danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.